Die deutschen Skispringerinnen um die Olympia-Zweite Katharina Althaus sind beim zweiten Wettbewerb der Sommer-Grand Prix-Station in Frenstadt, Tschechien am Podest vorbeigeflogen. 24 Stunden nach ihrem dritten Platz im Auftaktspringen musste sich die 22 Jahre alte Althaus diesmal mit Platz 6 zufrieden geben. Beste DSV-Starterin war Juliane Seifert als Vierte. Nicht zu schlagen war erneut die Japanerin Sara Takanashi, die im vierten Saisonwettkampf den vierten Sieg feierte. Punkt. Das Podium komplettierten Takanashis Landsfrau Yuki Itteo als Zweite und Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby als Dritte.